niemals wünschen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein sehr weit gefasstes Thema. Es geht eigentlich um Bildung. AfG. Und im weitesten Bereich natürlich darum, um ein Diskussionsthema, was auch im Parteiprogramm der Partei steht. Sollen die Schlauen in einem Land das Schicksal bestimmen oder sollen lieber das Volk weiter herrschen, auch wenn es dann zu harten Entscheidungen kommen kann, wenn dann Wahl war? Es geht um die gemäßigte Epistokratie. Wer aus dem Publikum weiß alles, was das ist? Weiß keiner. Wenn du uns jetzt fragst, ist das gemein auf jeden Fall. Naja, Epistokratie ist natürlich die Herrschaft der schlauen Menschen, der weisen Menschen, der Menschen, die gebildet sind, und gegen die Demokratie, was natürlich die Volksherrschaft ist, ja, mein blinder Freund. Wer soll davon die Nase vorn haben? Wo ist da der Punkt, wo ihr sagt, lieber Epistokratie oder lieber Demokratie? Ich würde sonst einfach mal unser Konzept der Epistokratie ein bisschen vorstellen, weil sich wahrscheinlich die wenigsten was darunter vorstellen können. Es geht darum, dass bevor man seine Kreuzchen machen darf, erstmal ein paar Wissens- oder ein paar Fragen gestellt werden. Und wenn da keine richtige Antwort bei ist, dann wird er als ungültig gewertet, weil, also, das ist dann echt doof gelaufen. Also, es sind dann so einfache Fragen wie, was ist die Hauptstadt von Paris oder so ein Scheiß. Also, das sind also wirklich einfach, ja. Das, könnte mir das jemand sagen hier? Hauptstadt von Paris? Frankreich. Richtig. Danke. Damit wärst du jetzt schon befähigt zu wählen und ich denke, das hätte jeder andere hier auch geschafft. Also es geht wirklich nur darum, die Leute, die drei einfache Fragen nicht beantworten können, vom Wahlrecht auszuschließen. Ich denke, das ist sehr sinnvoll. Ja. In diesem Sinne ist ja klar, dass nur wir auf dem Wahlzettel stehen würden. Also ich denke, das ist uns allen bewusst. Also das finde ich jetzt ein bisschen zu arrogant. Es geht auch nicht nur um die aktive Wahl. Ich darf wählen gehen, sondern auch um die passive. Ich darf hier sitzen, irgendeinen Scheiß erzählen und ihr dürft eure Kreuze bei mir machen. Auch ich müsste diese Fragen beantworten. Das erfolgt ja auch der Logik fördern und fordern. Also man kann nicht nur sagen, hey, ihr könnt wählen, sondern ein bisschen was muss man dafür auch leisten. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und dann sollte man auch eine gewisse Informiertheit haben und da auf dieser Basis dann auch wählen dürfen. Also man muss dem Wahlvieh auch etwas abverlangen. Wenn ihr dann in der Verantwortung seid, also es kommt wirklich dazu und ihr könnt das durchsetzen, denkt ihr euch die Fragen, die ihr ja selber beantworten müsst, auch selber aus? Ja, natürlich, wir müssen ja die Antworten auch wissen. Und darauf danke für die Ehrlichkeit. Ein Applaus bitte für diese unverblümte Ehrlichkeit. An dieser Stelle, ich werde gerade parteiisch, das darf ich natürlich nicht. Noch was dazu, zu diesem Punkt? Greift vielleicht die Idee des G1-Schulsystems direkt in diese Kerbe? Ja, ich würde jetzt gerne über Parteischulen reden, die wir zu den Landtagswahlen unter anderem auch schon gefordert haben. Unter anderem das G1-Abitur. Wir fordern unter anderem das Sommerabitur, das innerhalb von 4 Wochen absolvierbar ist, indem man die Prüfungsunterlagen vorher schon bekommt, 4 Wochen chillen kann, dann die Klausuren schreibt, und man dann endlich an so eine coole Hochschule gehen kann, um nicht mehr als Alkoholiker zu gelten, sondern als Student. Weil es gibt Studenten und es gibt Alkoholiker. Also Parteischulen, nochmal um darauf zurückzukommen, danke für die Frage, sind quasi zusammengefasste Schulen, auf denen Kinder, Eltern, Erwachsene, alle Völkerschichten, Menschen, Katzen, super Katzen, ich hasse Katzen. Dass wir quasi mit Katzen dann Unterricht machen. Und jeder gewählt ist, sein Abitur, sein Realschulabschluss oder was auch immer. Es mag ja Leute geben, die das gar nicht wollen. Ich hätte darauf auch gerne verzichtet. Ja, also zu den Katzen muss ich sagen, das ist eine Einzelmeinung. Da redest du nicht für die Partei, aber das nur am Rande. Was mit dem, dass ich keine Katzen mag? Ja. Ich mag halt Sachen nicht einfach. Das kommt. Ich rentner mal. Du magst ja keine Rentner. Ich glaube, du bist sowieso ein bisschen asozial dafür, dass du auf soziale Hilfe Man muss asozial sein, um soziale Arbeit zu studieren. Habe ich gelernt. Ich mache das seit 3 Jahren. Das ist schon. Ansonsten würde ich noch was zu diesem G1-Schulsystem. Also, es das heißt ja auch Notabitur. Während des Krieges gab es das auch.
Mein Opa hat das gemacht und der ist da durchgefallen. Also das ist tatsächlich möglich, deshalb wollen wir das noch ein Stück erweitern. Und zwar dadurch, dass vorher diese Fragen und Antworten im Internet bekannt gegeben werden. Dann eine halbe Stunde Prüfung an der Tafel. Und wenn man das dann nicht besteht, dann ist man also noch deutlich dümmer als mein Opa. Und dann sollte das auch wirklich drin sein, denke ich. Und dann ist man auch mit 16 fertig, sind wir wieder bei dem BAföG für alle und so. Das wäre für G1 ist auch ganz logisch bei unserem Wahlprogramm, weil ich weiß nicht, wann die Kinder zur Schule gehen sollen, wenn sie unsere Klamotten herstellen. Wir haben gar keine Zeit für. Da greift ja sofort das Prinzip der Elitenförderung direkt rein, also wie ein Zahnrad quasi. Ich glaube, Hanna kann dazu ganz gut was sagen, denn die Elitenförderung, die greift ja direkt in das G1-Programm und natürlich auch in das Programm der Kinderarbeit ein. Ja, also unser Bildungsangebot, das uns vorschwebt, was wir anplanen, ist niedrigschwellig. Schulzeit verkürzen, das ist sowieso blöd, da wohnt man bei den Eltern, man kann nicht machen, was man will, auch in der Schule nicht. Schulzeit verkürzen, Studienzeit erheblich verlängern, 25 Semester ist hier schon so eine Richtgröße, an der man sich orientieren sollte. Und bei den, was den Elitenbegriff anlangt, ist ja die Frage, wie man Elite definiert. Und wir wollen eine Partei für alle sein, die in der radikalen Mitte stehen, so wie hier diese ganzen Leute einfach alle Elite sind in unseren Augen. Jeder ist Elite. Und mit der Parteimitgliedschaft habt ihr das auch nochmal auf Schwarz, Rot und Weiß. Also hier im Parteiprogramm, das muss ich jetzt einmal ganz kurz zitieren, steht allerdings, was dem irgendwie ein bisschen gegenübersteht: Schön, dass man 15 Semester vollfinanziert studieren kann und Zeit haben kann, sich politisch und kulturell auszurichten. Aber hier steht, danach werden dann alle in die Produktion gesteckt. Ja, aber wie ist das zu verstehen? Ja, da gehe ich direkt darauf ein. Das haben wir am 1. Mai relativ klar gemacht. Da war unser Leitspruch, nur für Arbeit gibt es Lohn, Jusos in die Produktion. Wir sind da ganz klar auf einer Ebene, dieser Punkt zählt nur für Juso-Mitglieder, weil wenn man schon in einer Arbeiterpartei ist, kann man nach dem Studium auch gefälligst arbeiten gehen, denke ich. Ja, ich bin jetzt auch leicht in Verlegenheit, dass tatsächlich unser Wahlprogramm, die Leute lesen ja in der Regel kein Wahlprogramm, deshalb steht da so wahrscheinlich auch sowas drin, das kommt nicht gut an beim Wähler, deshalb haben wir versucht, das unter den Tisch fallen zu lassen jetzt, dass natürlich am Ende alle in die Produktion gesteckt werden. Aber das ist natürlich auch wieder Ehrlichkeit. Und Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, das sind wir wieder bei Martin. Und Brüderlichkeit auch. Doppelte Gerechtigkeit. Zeit für doppelte Gerechtigkeit. Ja, nichtsdestotrotz schön, dass wir hier auch investigativ ein bisschen was aufdecken konnten und die Protagonisten und Protagonistinnen hier ehrlich geantwortet haben. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. In diesem Thema Bildung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gibt es aus dem Publikum noch irgendwelche Fragen zum Thema Bildung? Nicht mal irgendwie eine doofe Äußerung. Oder? Danke. Ja, das war die Frage. Nein. Das ist auch die Antwort, die immer richtig ist. Genau. Bei unseren Bei unserer Produktion, also ich meine, als Student ist man ja die ganze Zeit am Saufen, da produzieren wir doch auch was, nämlich Pfand. Also von daher ist es eigentlich ziemlich egal, ob man 15 Jahre oder 25 Jahre studiert, weil man ist ja so oder so eigentlich schon in der Produktion. Oder? Durchaus. Ich glaube, du hast deine Frage nicht richtig verstanden. Das kann sein. Ja, gerne Berichtigung bitte, Uwe. Du wolltest jetzt noch nicht über Pfand reden. Du wolltest auch gar nicht. Pfand ist abgehakt. Pfand ist abgehakt. Du wolltest jetzt auch gar nicht mehr über Studieren reden. Nein, er wollte über die Produktivität von Studenten reden. Aber das wollen wir ja nicht. Das glaube ich nicht. Das ist nicht unser Plan. Deswegen sitze ich nicht hier. No? Also ich bin Arbeiter. Und aber Studenten, die Sachen produzieren, ja. Ich glaube, du wolltest über Katzenbabys reden. Und darüber, warum sie so niedlich sind. Und da sind wir nämlich an einem springenden Punkt, weil wir wollten uns ja hier so ein bisschen, wollten Maschinen auch, dass wir mal Pro und Contra machen auf der Bühne. Und ich möchte auch meinem Parteigenossen, Herrn Frobe, zustimmen. Ich habe früher das Katzenhasserbuch von meiner alten WG gekriegt. Also ich könnte ihm zustimmen. Dankeschön. Das kommt mir nicht oft vor, dass Leute mir zustimmen. Noch irgendeine Frage zu Katzen? Nein, da muss ich nochmal einhaken. Das ist also, Flo ist alleine deshalb gegen Katzen, weil er einen Blindenhund hat, weil er blind ist. Und Katzen halt
keine Blinden durch die Gegend führen. Also auch. Das Mikrofon von Martin. Weil ich dir dann viel besser ins Wort fallen kann. Also nein, nein, nein. Ist auch genug, das war ja auch gar nicht das Thema. Katzen waren überhaupt nicht das Thema. Weder bei dir noch bei dir, aber vielleicht hat Maria als Einzige irgendwas Intelligentes dazu beizutragen. Also ich würde nochmal zurück auf die Frage kommen, und zwar glaube ich, dass du das genauso gemeint hast, aber das hat unser Wahlprogramm anders gemeint. Und zwar heißt es ja, erst studieren, dann produzieren. Also bist du eigentlich deiner Zeit voraus, wenn du im Studium schon trinkst und Pfand produzierst. Ich bin, hat Maschine am Anfang vorgestellt, bekannte Nicht-Trinkerin und bin auch... Das habt ihr alle nicht gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Was war das? Das ist Pfand. Ach, das ist Pfand. Du produzierst Pfand ohne zu trinken? Nein, 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 ich produziere kein Pfand. Also im Kehrschluss würde das bedeuten, von der SSS mir die sagt, entschuldige bitte, auch nicht ganz richtig. Im Kehrschluss würde das bedeuten, Studenten bitte nur Tetrapacks benutzen. Damit kann ich mich anfreunden. Kann man ja auch Alkohol rein. Ja, das gibt's. Der gute Weiße. Also ich merke viele, viele Widersprüche in der Die Partei. Nee, keine Widersprüche. Wir machen das jetzt extra nur für die Zuschauer. Also beim Stammtisch läuft das immer ganz anders ab. Da sind wir immer einer Meinung und dann trinken wir nur noch Bier. Ja, wo dein Job natürlich wieder zum Tragen kommt, mein lieber Dario. Soll ich nochmal Bier? Ja, Bier ist alle. Ja, ich hab kein Geld mehr. Oh, scheiße. Ja, wir brauchen Geld. Oh, scheiße, wir brauchen. Nein, 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 nein. Achso, du willst gehen? Das gehört sich auch so für den Direktkandidaten. Sehr schön. Auch das macht die Partei natürlich wieder unfassbar sympathisch, dass einer der höchst dekorierten Parteimitglieder selber noch an die Theke geht und Bier für seine Genossen und Genossinnen holt. Und Gott sprach, er werde uns einen Schröter schicken. So, wer saß denn jetzt noch nicht auf dem heißen Stuhl? Falls es keine Fragen mehr aus dem Publikum gibt. Dario. Flo. Von Hanna. Ja, ja, Hanna. Und Flo. Ich mach den Schluss. Aber du redest doch so gerne. Ja, deswegen mache ich ja den Schluss. Okay, gut. Kann ich dann ja dann noch eine halbe Stunde. Dann kommen wir zum heißen Stuhl, meine sehr verehrten Damen und Herren.